Ja, guten Tag. Sie sind mich noch ein bisschen müde, aber durchaus ganz zufrieden mit dem Parteitag am Wochenende. Auch wenn natürlich der Rücktritt von oder Rücktritt, die Ankündigung von Gregor Gysi nicht mehr anzutreten, die Gemüter bewegen wird. Und ich auch weiß, dass die Fragen hauptsächlich sich darum drehen werden und wie es jetzt weitergeht mit der Linken. Aber wie gesagt, jetzt müssen Sie zuerst ein paar inhaltliche Ansagen über sich ergehen lassen. Und ich hoffe ja auch natürlich auf Berichterstattung. Also wir sind ja am 1. Mai erfolgreich mit unserer Aktionswoche Das muss drin sein, gegen prekäre Beschäftigung und prekäre Lebensverhältnisse gestartet und beginnen heute mit einer bundesweiten Aktionswoche zu diesem Thema, in dem unsere Kreisverbände bundesweit und flächendeckend überall öffentlich deutlich machen, dass dieses ein gesellschaftliches Thema ist, das gelöst werden muss und dass die Linke sich diesem Thema stellt und die nächsten 2 Jahre einen Großteil ihrer Aufmerksamkeit dem widmen wird. Wir sind heute nochmal bestätigt worden durch eine Studie der Bertelsmann Stiftung, die insbesondere den Kommunen schwarze Zeiten vorausgesagt hat, also dass die Unterfinanzierung der Kommunen unter anderem durch die wachsende soziale Belastung mit sozialen Kosten gravierend sein wird. Das trifft sich ein Stück weit mit unseren Positionen, weil in der Tat alle sagen, Deutschland geht so gut und wir sind so gut durch die Krise gekommen und wir haben so einen tollen Arbeitsmarkt, einen Höchststand an Beschäftigung. Die linke Fraktion konnte ja nachweisen, dass sich an den Beschäftigungsstunden in den letzten 30 Jahren gar nichts geändert hat, sondern wir haben nur ein großes Deregulierungsprogramm gehabt und 25% der Beschäftigten sind in prekären Arbeitsverhältnissen und rund 30% der Bevölkerung muss prekär leben. Und das eine hängt definitiv mit dem anderen zusammen. Da polarisiert sich eine soziale Spaltung, die große soziale Verwerfungen mit sich bringt, aber auch politische. Also wenn wir die Wahlbeteiligungen angucken, gehen die doch entlang der sozialen Frage. Und deswegen machen wir diese Kampagne. Wir werden diese Kampagne auch überführen in den Bundestagswahlkampf, dort nochmal unsere Forderungen zuspitzen. Und die Forderungen, die sind ja bekannt. Wir wollen existenzsichernde Mindestsicherung ohne Sanktionen statt Hartz IV. Und ich glaube, wir sind inzwischen nicht mehr die Einzigen, sondern die ganzen Sozialverbände und Gewerkschaften sagen, dass diese Sanktionen unerträglich sind und unter anderem natürlich auch das Bundesverfassungsgericht. Also wir werden da dranbleiben und wir brauchen eine Mindestsicherung, die diesen Namen verdient, zumal sich eben die Langzeiterwerbslosigkeit verfestigt. Wir müssen Arbeit umverteilen statt Dauerstress und Existenzangst. Das haben wir auch auf dem Parteitag nochmal klargestellt, dass die Linke die gesellschaftliche Debatte um Arbeitszeitverkürzung beleben will. Es ist irgendwie nicht hinnehmbar, dass die einen unterbeschäftigt sind, nun ihren Minijobs haben und die anderen nicht mehr wissen, wie sie mit ihrer Arbeit hinkommen. Wir wollen Wohnen und Energie bezahlbar machen, mehr Personal für Bildung, Pflege und Gesundheit. Und wir glauben, dass wir damit Selbstverständlichkeiten formulieren, die in einer reichen Gesellschaft keine Hürden, auch nicht für Koalitionsverhandlungen sein dürfen, sondern die selbstverständlich umgesetzt werden müssen. So läuft unsere Kampagne. Wir haben das Ziel, diese Forderungen mehrheitsfähig zu machen. Das wird gar nicht so schwierig sein. Ich glaube, dass heute schon weitgehend eine Mehrheit der Bevölkerung da dahinter steht. Wir wollen aber auch für diese Forderungen mobilisieren, sodass wir ähnlich wie beim Mindestlohn die eine oder andere Forderung unabhängig von der Regierungskonstellation durchsetzen, weil man eben auch Forderungen von durch gesellschaftlichen Druck setzen kann. Und wir wollen, wie gesagt, mit diesen Positionen auch in den Bundestagswahlkampf 2017 gehen. Und da könnte man im Übrigen auch ein bisschen gucken, ob es da nicht schon rot-rot-grüne Bündnisse inhaltlicher Art gibt.
Wir sind ziemlich optimistisch, dass es gut läuft. Die Linken werden beweisen, dass sie eben, wie gesagt, keine Kleinorganisation sind, sondern eine gesellschaftliche Kraft, die in der Lage ist, solche Themen in der Gesellschaft zu verankern und auch eine Mobilisierung aufzubauen und auch Bündnisse mit Gewerkschaften, Kirchen, Sozialverbänden, Erwerbsloseninitiativen, Frauenorganisationen punktuell einzugehen, um diesen Forderungen in der Gesellschaft mehr Gewicht zu verleihen. So größenwahnsinnig sind wir natürlich nicht, dass die Linke alleine sowas durchsetzen kann, aber die Programmatik vieler Verbände und Organisationen sind ja ähnlich. Zum G7-Treffen, naja, wir sehen ja die Bilder von Weißwurst und Bier und natürlich auch Kutschfahrten und Kaviar. Sie deuten doch ein bisschen darauf hin, dass die selbsternannten Weltretter auf Schloss Elmau eher eine Inszenierung starten, vielleicht auch eine Komödie, als ernsthaft zur Lösung der Probleme in dieser Welt beizutragen. Wäre ich FDP-Mitglied, dann würde ich sagen, man müsste doch den Maßstab anlegen, Leistung muss sich wieder lohnen. Aber die Gartenparty, die da auf Elmau gemacht wird, die kostet den deutschen Steuerzahler und die deutsche Steuerzahlerin 360 Millionen Euro. Eine Summe, die durchaus auch sinnvoller eingesetzt werden könnte. Und da könnte man auch ein paar Ergebnisse erwarten. Ich prognostiziere Ihnen aber, dass die Resultate eher so sein werden, der Berg kreiste und gebar eine Maus. Ich erwarte nicht, dass tatsächlich Lösungen gefunden werden, die dazu beitragen, die wesentlichsten Konflikte dieser Welt einzudämmen und eine Perspektive für die Welt zu entwickeln. Wir sagen nochmal ganz deutlich, für uns gehören Frieden und globale Gerechtigkeit zusammen. Es wird keine dauerhafte Friedensordnung geben ohne eine gerechte Weltwirtschaftsordnung. Eine Weltwirtschaftsordnung, die darauf aufgebaut ist, andere Länder auszubeuten und in der Armut zu erhalten und so seinen eigenen Reichtum zu vermehren, wird nicht den Frieden stabilisieren. Ich glaube, das können wir gerade auch überall sehen. Die Friedensfragen sind eng mit der Lösung der sozialen Fragen und mit der Lösung der Weltwirtschaftsordnung verbunden. Wir glauben im Übrigen auch nicht, dass die G7 das geeignete Gremium ist, diese Fragen anzugehen. Wir haben insgesamt 194 Länder und 7 Länder wollen darüber entscheiden, wie die Weltprobleme gelöst werden sollen. Das sind gerade mal 3%. Das klingt doch eher undemokratisch, anmaßend und antiquiert. Und deswegen sagen wir, die richtigere Lösung wäre, die UNO zu stärken. Die Fragen der Welt sind eigentlich Fragen der UNO und die müsste gestärkt werden und die müsste tatsächlich mehr Kompetenz bekommen, um die Fragen der Weltbevölkerung anzugehen. Ich glaube auch nicht, dass wir das Problem der Ukraine lösen können ohne Gespräche mit Russland und von daher ist ein großer Fehler, ist, dass Russland nicht am G7-Gipfel beteiligt wird. Das hat nichts damit zu tun, dass mir Putin auch nicht gefällt, sondern das liegt einfach in der Sache, dass ohne Russland gibt es keine friedliche Lösung in Europa und es ist besser zu sprechen. Und heute konnte man ja auch doch einige kritische Stimmen hören, was haben die Sanktionen seit einem Jahr eigentlich gebracht an politischen Resultaten. Wenn man genau hinguckt, haben sie gar nichts gebracht. Das Einzige, was gebracht hat, war Minsk II, wo man miteinander gesprochen hat, wo Merkel die richtige Initiative ergriffen hat und auf diesem Weg muss ganz konsequent weitergegangen werden. Gestatten Sie mir noch ein paar kurze Anmerkungen zu den Wahlen in der Türkei. Ich bin sehr glücklich darüber, dass die HDP
mit 12-13% ins Parlament gekommen ist. Es ist ja ohnehin absolut undemokratisch, eine Hürde von 10% zu setzen. Das hatte ja gar keinen anderen Zweck, als insbesondere die linken Parteien auszugrenzen. Ich bin auch sehr glücklich darüber, dass die AKP von Erdogan die absolute Mehrheit wohl verfehlt hat, einen Dämpfer gekriegt hat für eine doch immer mehr autoritäre und diktatorisch werdende Politik, die andere Parteien und Gruppen dramatisch ausgrenzt und mit einer weltoffenen und toleranten Politik nichts zu tun hat. Die HDP ist ja praktisch unsere linke Schwesterpartei in der Türkei. Wir haben auch im Vorfeld sie unterstützt, haben Video-Statements abgegeben, haben deutlich gemacht, dass die Linke daran interessiert ist, dass die HDP einen Erfolg hat. Es ist ja auch keine reine Kurdenpartei, wie manchmal kommuniziert wird, sondern eine gesamttürkische Partei mit einem klaren linken Programm. Sie steht für mehr Demokratie in der Türkei und war die einzige Partei, die ein säkuläres Programm gehabt hatte und auch für die Vielfalt, für die kulturelle und soziale Vielfalt in der Türkei steht. Und wir haben natürlich ganz schreckliche Bilder erlebt, um diese Wahlbombenattentate, Übergriffe auf Wahllokale. Und wir vermuten schon stark, dass die AKP da dahinter steht. Der Hauptgegner der AKP war ja die HDP. Und von daher sind wir umso mehr erfreut, dass sie einen tollen Wahlerfolg erzielt haben und vielleicht ein neues Kapitel in der türkischen Parteiengeschichte einleiten. Es ziehen im Übrigen auch in das türkische Parlament zwei ehemalige Abgeordnete der Linken ein, was ja doch auch sehr erfreulich ist, nämlich die ehemalige Europaabgeordnete, jetzt hoffe ich, dass ich es richtig ausspreche, Felegnas Uca. Perfekt. Sie war mal im Europaparlament. Und der ehemalige nordrhein-westfälische Landtagsabgeordnete der Linken, Ali Atalan. Also, wir gratulieren und hoffen auf Erfolg. Dann müssen wir natürlich was sagen zum Rücktritt von Andrew Schein und Jürgen Fitschen von der Deutschen Bank. Ich habe ja getwittert, aber das war jetzt nicht ganz so ernst gemeint, links wirkt. Also wir haben ja schon öfters mal Rücktritte gefordert und hier und da hat dann auch einer stattgefunden. Und in der Tat waren wir auch dort dafür, dass die zurücktreten, aber nicht in der Hoffnung, dass sich in der Deutschen Bank wirklich was ändert. Und das Drama ist ja auch, dass jetzt zwar die Türschilder im Management ausgewechselt werden, aber kein neuer Kurs in Sicht ist. Im Gegenteil, Krein ist Mitglied im Aufsichtsrat, aber steht auch für ein aggressives Investmentbanking. Und der Umbau quasi der Deutschen Bank weg von einer Privatkundenbank stärker noch hin zum Investmentbanking ist für die ganze Gesellschaft hochgefährlich. Das müssen wir einfach nochmal sagen. Das ist nicht irgendwie eine Entscheidung, die nur die Bank berührt, sondern ich bin absolut davon überzeugt, dass sich derzeit schon wieder der nächste Finanzcrash andeutet, also so viel Geld, wie in die Märkte gegeben wurde, wie in die Finanzmärkte gegeben wurde und die ganze Orientierung wieder auf die Finanzmarktspekulationen wird sich rächen und exemplarisch steht da dafür die Deutsche Bank, die in einer Dimension am Spekulationsgeschäft teilnimmt, die halbe Gesellschaft in den Ruin reißen kann, wenn es schief geht. Ganz mal davon zu schweigen, dass ja auch dort einige 10.000 Beschäftigte dranhängen, insbesondere der Postbank, die ja an dieser Entscheidung, dass man sich von den Postbankfilialen trennen will, wird ja offensichtlich festgehalten. Ein völlig falscher Schritt, wenn ich das mal so sagen darf. Und ein bisschen was verstehe ich davon, weil ich doch Bankkaufmann gelernt habe und lange Banken betreut habe, auch als Verdi-Sekretär. Also dieses Hin und Her Schwerpunkt
Privatkundengeschäft, Schwerpunkt Investmentgeschäft ist nichts Neues in der Bankenlandschaft. Man hält quasi dem Kundenbereich, wo ja die Millionen Leute sind, Millionen Kunden immer vor, sie machen zu wenige Rendite und können mit dem Investmentgeschäft nicht mithalten, wo einige wenige Investmentbanker Milliardengewinne herbeischaufeln. Aber eben durch Wetten auf die Zukunft, die in aller Regel die ganze Gesellschaft bezahlen muss. Und jetzt könnte man sagen, was geht es die Politik an? Worum mischen wir uns da überhaupt ein? Aber diese Geschäfte haben eine Dimension, die, wenn sie schief gehen, nur quasi der Staat, wenn überhaupt, retten kann. Und ich prognostiziere, dass die nächste Bankenrettung vor der Tür steht. Man kann das nicht wie einige Experten auf irgendein Datum festlegen, die da sagen Oktober oder was weiß ich. Aber es deutet sich an, dass sich das hier schon aufbaut. Insofern war die Politik dringend gefordert, die Bankenregulierung voranzutreiben. Ich glaube, das war der größte Fehler von Frau Merkel, dass sie hingestanden ist und gesagt hat, sowas wie 2008 darf nie wieder vorkommen und danach nichts gemacht hat, damit es nicht mehr vorkommt. Weil de facto wurde nichts geregelt. Sie können gerade so weitermachen, wie es geht. Und die Linke hat hier ein klares Programm für die Bankenregulierung. Wir wollen sie verkleinern. Wir wollen riskante Spekulationsgeschäfte verbieten. Wir wollen das reduzieren auf das, was tatsächlich notwendig ist, um den ökonomischen Kreislauf, die Versorgung der Bevölkerung mit Geld und der Unternehmen mit Krediten zu garantieren. Aber wir wollen diese hochriskanten Geschäfte eindämmen. Kleiner Rückblick nochmal auf den Bundesparteitag zum Schluss. Natürlich wurde der ganze Parteitag geprägt durch die Ankündigung von Gregor Gysi, nicht mehr für den Fraktionsvorsitz zu kandidieren. Wir waren vorher darüber informiert, dass er diese Ankündigung dort machen will und sind auch nicht unvorbereitet, wie es mit der Nachfolgefrage weitergehen soll. Ich glaube aber, dass man noch mal sagen muss, dass der Parteitag mit großem Respekt die Lebensleistung von Gregor Gysi gewürdigt hat. Das hat man auch gesehen am Beifall. Und dieser lang anhaltende Beifall war ein Resultat, eine Antwort, eine positive Antwort auf seine Lebensleistung, was er für die Linke getan hat, was er für die Politik in diesem Land getan hat und dass er doch einen wesentlichen Anteil daran hat, dass es heute eine linke Partei gibt, die von der Parteienlandschaft in Deutschland nicht mehr wegzudenken ist. Ich gehe davon aus, das wird sich aber auch nach Gysi nicht ändern. Auch nach Gysi wird die Linke von der Parteienlandschaft nicht wegzudenken sein und wird sich weiterentwickeln. Und ich glaube sogar, das ist nicht ganz blöd, und wird sogar stärker werden. Es gab viele Spekulationen, ob jetzt durch den Weggang ist schon völlig falsch. Er hat nur angekündigt, dass er im Oktober bei einer turnusgemäßen Wahl nicht mehr antreten wird, dass nach dem Nicht-Antritt sich die Chancen für Rot-Rot-Grün verschlechtern und ob damit irgendwie schwieriger wird, dass es 2017 dazu kommt. Und es hätte ja auch nicht verwundert, wenn es nicht ausgerechnet Politiker aus dem linken Spektrum der SPD gegeben hätte, die am Wochenende wieder gesagt hätten, dass sich die Chancen dafür verschlechtern. Ich glaube, dass das nichts miteinander zu tun hat. Die Chancen wären im Übrigen die ganze Zeit schon da gewesen. Es lag nicht an uns, dass sie nicht umgesetzt und nicht verwirklicht werden. Ich betone nochmal, was ich auch auf dem Parteitag gesagt habe, dass Rot-Rot-Grün ein linkes Reformprojekt erfordert. Wir haben sehr viele Vorstellungen vorgelegt für ein solches Reformprojekt. Gregor Gysi hat sie im Übrigen in seiner Abschlussrede auch nochmal sehr konzentriert zusammengefasst, was eigentlich möglich wäre, im sozialen Bereich zu ändern.
von einer Lebensstandard zu sichernde und armutsfesten Rente bis zu einem höheren Mindestlohn, von einer friedlicheren Außenpolitik bis zum Ausbau der öffentlichen Daseinsvorsorge, von mehr Demokratie bis zum sozialökologischen Umbau. Es wäre, glaube ich, schlauer von allen Beteiligten, die an diesem Projekt Interesse dran hätten, nicht den Ball hin und her zu schieben, sondern zu sagen, okay, wir machen Vorschläge für ein solches Reformprogramm, das einen tatsächlichen Kontrast hat zur neoliberalen Politik, wie sie heute immer noch vorherrschend ist, wenn auch mit leichten Korrekturen, aber sie ist immer noch vorherrschend, und versuchen für dieses Reformprogramm dann 2017 eine Auseinandersetzung des linken Lagers mit dem bürgerlichen Lager zu machen. Ich glaube, das wäre die einzige sinnvolle Vorwärtsauflösung. Und Gregor Gysi hat auch noch mal deutlich gemacht, dass wir einen Stimmungswechsel in der Bevölkerung brauchen und dass wir die Unterstützung für einen solchen Politikwechsel von anderen gesellschaftlichen Organisationen brauchen, wie Gewerkschaften, Sozialverbänden, Initiativen und so weiter. Und das kann man einfach an einem Beispiel völlig klar machen. Die Steuerpolitik, wenn wir die Steuerpolitik in diesem Land ändern wollen, und ohne Änderung der Steuerpolitik, einer gerechteren Steuerpolitik, werden wir kein soziales Reformprogramm umsetzen können. Das hat ja diese Bertelsmann-Studie, die ich am Anfang erwähnt habe, auch schon deutlich gemacht. Wenn wir aber ernsthaft verhandeln würden über die Vermögensteuerpläne der Linken, über die Frage der besseren Kommunalfinanzierung, was denken Sie, was hier los wäre? Also das, was die Grünen erlebt haben mit ihrer bisschen Steuerpolitik, wäre doch eine Kleinigkeit dagegen, was da für eine Kampagne stattfinden würde, wo doch der Untergang des Abendlandes prognostiziert würde von der Initiative Soziale Marktwirtschaft, von den ganzen Wirtschaftsverbänden und. Wenn Sie sowas durchhalten wollen, dann brauchen Sie wirklich Rückenwind. Und es ist eine völlige Illusion zu meinen, dass das einfach nur ein arithmetisches Problem ist. Dafür muss man quasi eine gesellschaftliche Stimmung herstellen. Und es wäre die Aufgabe im Übrigen, insbesondere der SPD als stärkste Kraft, quasi jenseits der CDU, sagen wir mal so, dafür zu sorgen. Und das muss sie sich halt überlegen, ob das nicht der bessere Weg wäre, den zu gehen, als ständig von der Linken zu verlangen, sie müsste ihre Identitäten aufgeben. Ehrlich gesagt, von den Linken zu verlangen, wir müssten unsere Kernidentität aufgeben als Partei, um in eine Koalition zu gehen, ist ein kindisches Unterfangen. Wir können nicht quasi unsere Existenzgrundlage aufgeben, um zu regieren. Dafür bräuchte man uns überhaupt nicht. Also wenn wir das machen würden, würde doch die Linke nicht gebraucht, dann wären wir so wie alle anderen. Und es würde eine Partei fehlen, die tatsächlich einen Kontrapunkt setzt zu dem Einheitsbrei der anderen Parteien. So viel von mir.